Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 Brotherhood. Und wir befinden uns jetzt noch nicht beim Ausrufezeichen. Das liegt an einer einfachen Tatsache, dass hier noch ein graues Gebiet ist. Und bis dahin würde ich doch schon gerne die ein oder anderen Verstecke von Romulus mitnehmen. Ich weiß nicht, warum uns schon so viel gezeigt wird hier auf der Karte, wie zum Beispiel dieser Schatz. Und diese Flagge, was sehr seltsam ist auf jeden Fall, warum wir so weit gucken können. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist ganz seltsam. Also jetzt ehrlich, keine Ahnung. Ach na, wir waren hier hinten. Ah, hier waren wir doch mal bei der Quest. Stimmt. Das war das. Naja, jedenfalls wollte ich heute mal diesen Schatz von Romulus holen, der so gelb ist. Ich weiß nicht, warum er gelb ist, aber wir werden das hoffentlich herausfinden. Gehen wir erstmal hier hoch. So. Wir müssen noch ein Stück weiter höher. Hoffentlich geht das. Glaube, das wird nichts, oder? Ne. So auf jeden Fall nicht. Wir müssen uns hochschleichen. Ich muss selbstverständlich zuerst den Turm einnehmen. Ich denke mal, deswegen ist er vielleicht gelb. Weil ich den Turm noch nicht habe. Wir werden es erfahren. Wir werden es noch erfahren, Freunde. Wenn Ezio hochklettern würde, dann würden wir es erfahren. Kletter doch einfach mal. Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Na komm. Komm noch ein Stück näher. Nur ein Stück. Ich bitte dich. Guck mal hier. Hey. Geht doch. So. Okay, versuchen wir uns mal an den Typen ranzuschleichen. Schild er irgendwo unterhalb? Der Schild irgendwo unterhalb. Oh, er guckt gerade weg. Bin wieder weg. Oder ich laufe hier einmal ganz kurz. Bin gleich wieder weg, versprochen. Ja. Immer um die Ecke. Oh oh. Was ist das für ein rotes Symbol? Das ist irgendwie so eine Art Flagge oder so? Oder steht da jemand? Ah nee, das ist der Hauptmann. Das ist der Hauptmann. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Verkackt. Tschüss. Okay. Ist ein bisschen doof, dass das 50.000 Leute sind. Aber hey. Das war gar nicht der Hauptmann. Hä? Ich wollte doch nur den Hauptmann. Wo steckt denn der Typ? Muss echt da die Treppe runter? Ah, das halte ich für ein Gerücht. Es muss hier einen Schleichweg geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wollen, dass ich da einmal komplett durchlaufe. Tja, Dummheit muss bestraft werden. Lass mich los! Danke. Und was, wenn wir hier runtergehen? Ist hier so eine Art Höhle vielleicht oder so? Nö. Hier muss aber definitiv irgendwo ein Busch in der Nähe sein. Wie viele Leute hier rumlungern? Lasst mich doch in Ruhe. Stronzo. Glaube ich, sagen die immer, ne? Naja, früher oder später sind sie alle tot, wenn ich so weitermache. Ja, war mir eine Freude, ich bin da mal weg. Ihr habt mich bereits verloren. Wollt ihr mich verarschen? Ach, so kommt man hier also rein, ja? Ich sehe. Oh Gott, bist du dämlich.
selber schuld. Okay, ich vermute mal, wir müssen hier runter, um zum Hauptmann zu kommen. Geselle dich doch zu deinen Freunden. Okay, ich bin wieder weg. Ich komme wieder. Keine Sorge. Ihr könnt mir auch folgen und dann schubse ich euch runter. Das geht natürlich auch. Ist natürlich um einiges einfacher. Schön. Gefällt mir. Okay. Kann es sein, dass der gleich wegläuft? Nee, der hat noch eine Wache da. Hallo. Ja, dann komm doch her. Oh, ist das schön hier. Läufst du jetzt echt weg? Och man, ich wollte ihn abknallen. An mir kommt niemand, verdammt. Fand ich gut, den Spruch. So. Dann holen wir uns mal den Turm. Nur mal kurz Hallo sagen. So, zack. Ah, warum müssen die Türen immer so scheiße sein? Ah, wie komme ich jetzt am besten hoch? Ich meine, runter ist gar kein Problem. Ah, habe ich dich gefunden. So. Ja, haben wir so gut geschafft, Freunde. Alles gut. Hier müssten wir jetzt hochkommen, ne? Oder? Nein. Wollte gerade sagen, das habe ich aber nicht umsonst gemacht hier. Komplizierte Kletterei hier. Frage ist, muss das wirklich sein? Kann man nicht einfach geradeaus immer schön nach oben. Ich meine, gut, das wäre dann nach einer Weile wahrscheinlich langweilig, wenn man nur in eine Richtung geht. Man muss es ja nicht gleich übertreiben mit den Türmen, ne? Und voila, Freunde, voila. Haben wir geschafft. ...1200 kriegen wir dafür, cool. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt zu den Wolfsbengeln. Was machst du genau hier? Ich kann die ganzen Sachen verkaufen, ja, aber das bringt mir eigentlich gar nichts, oder? Hat doch ein bisschen was. Ja, wo habe ich das her? Ich behalte das, ich bin Sammler. Das brauche ich definitiv auch Gift habe ich noch gar nicht, auch wenn ich das ganze Gift schon in meinem Inventar habe. Aber ich habe noch nicht die Giftklinge. So, wie komme ich jetzt wieder runter? Das ist wohl nur ein Fluchtweg. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich fasse das nicht. Ich will doch nur nach unten. Fuck, ich hab mich verlaufen. Es war doch in der Nähe des Turms, oder nicht? Aber 100 Pro. Komm ich dich hier irgendwie wieder runter? Ach Gott, meine Orientierung in diesem Spiel ist grottig. Alter, ich bin schon wieder hier, ne? Warum? Halt, Treppe?
Nein. Ah. Genau hinter dem Arzt. Verarschen kann ich mich allein, Alter. Ja, was soll's. Moment. Mir kommt was in mein Gedächtnis. Ich glaube, das hier ist die letzte Kammer des Romulus. Deswegen ist sie gelb. Oh, verirren wir uns gerne noch mal ein bisschen, ne? Ich glaube, das war die letzte Kammer, wo wir quasi unser Spezialgut herbekommen. Wir laufen immer weiter weg. Wo bin ich jetzt? Es ist ein verdammter Irrgarten. Moment, hier war ich doch bestimmt schon, oder? Ernsthaft? Einfach ernsthaft? Wozu suche ich eigentlich jetzt noch? Ich weiß doch ganz genau, dass es einen Scheiß bringt. Wir müssen weiter runter, sagen die, aber wir kommen gleich ein Stück weiter runter, und zwar jetzt. Auf dieser Höhe muss das sein, ja? Gott, das ist ein verdammter Irrgarten. Wie habe ich das damals geschafft, hier durchzufinden? Vielleicht so? Was soll das jetzt? Ich bin verwirrt. Aha! Das ist unser Geschenk, Freunde. Ja, da können wir noch nicht rein. Alle Schlüssel aus den Schriftrollen von Romulus beschaffen, um mit dem Tor zu interagieren. Ja. Ne, ich wollte es euch wenigstens gezeigt haben. Sagen wir es so. Ich wusste es ja. Beziehungsweise ich habe es geahnt. Gewusst habe ich es damals, geahnt habe ich es jetzt. Abkürzung? Ne, jetzt im Ernst? Das ist doch nicht euer Ernst. Ich laufe da echt kreuz und quer. Und dann war es doch die Leiter, wo ich gesagt habe, es ist nicht die Leiter. Was, ey, das ist... Ich fühle mich einfach verarscht. Ich fühle mich einfach von oben bis unten verarscht von diesem Spiel. Und wo sind dann noch den nächsten Borgia-Turm? Ach, Assassin's Creed. Warum musst du mich verarschen? Meine 43%. Naja, was soll's. Immerhin wissen wir jetzt den leichtesten Weg dahin. Für den Fall der Fälle, dass wir alle Sachen zusammenkratzen, holen wir uns einfach die Rüstung und freuen uns unseres Lebens. Habe ich gerade gehört, dass du mir dein Pferd ausleihen willst? Das ist nett von dir. Dankeschön. Okay. Werde ich tun. Vielen Dank. So, was ist das hier für eine seltsame Säule? Achso, hat uns nichts zu interessieren, ja. Alter, geht mir aus dem Weg, sonst falle ich von meinem Pferd runter und dann muss ich euch töten. Oh. Aventino. Ist wahrscheinlich die Festung hier, ne? So könnte ich leicht hochkommen, okay. Hier in Aventino müssen wir uns auf jeden Fall umschauen. Ob die gleich umdrehen? So, wo ist jetzt der Hauptmann? Der Hauptmann muss doch in der Nähe des Turmes sein.
Ich dreh mal um, ne? Geht, geht. Wo will der Typ denn sein? Oder ist er tot? Jetzt drehen wir nicht durch, Alter. Ich höre auf jeden Fall schon mal eine Flagge. Das ist ja nicht das, was wir suchen, ne? Alter, kannst du dich bitte umdrehen? Mag es nicht, wenn man mir beim Töten zusieht. Dankeschön. Bitte jetzt nicht umdrehen. Vielen Dank. Okay, da hinten wird es ein bisschen streng bewachter, deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich in die Richtung. Okay, da sind zu viele. Versuche mich jetzt echt hier mal durchzuschleichen, weil das ist doch das, was ich möchte. Ich sehe den Hauptmann definitiv. Er ist auf einem Pferd. Kommst du jetzt mal näher, oder was? Über diese piekfeinen Wachen, weißt du? Der zutiefst verehrte Heilige Vater hat das Vorhaben abgesehen, die sind auch zu zweit. Kann mich hier eine Wache sehen, wenn ich hochgehe? Ich muss an der Wache da hinten vorbei, ne? Dann kann ich von da oben auf das Pferd draufspringen. Da sind zwar Wachen, aber ich glaube, die sehen mich nicht, wenn ich hier kurz durchspritte. Oder ich gehe einfach da oben lang. Ist natürlich um einiges einfacher. Alter Bettler, ist das euer Ernst? Stirb mich nicht. Ich muss töten. Unsere Stärke ist die Wachsamkeit. Assassinen greifen nicht von vorne an. Sie nähern sich im Verborgenen. Nehmt nie die Deckung runter. Ich lebe nur deshalb noch. Ich lebe nur deshalb noch, ja? Red weiter. Das interessiert mich jetzt wirklich. Alter, ich will doch da. Weil ich jederzeit beobachte und lausche und meine Sinne offen halte. Oh. Ihr da! Passt auf! Ich hätte euch soeben umbringen können. Nun, es ist eine elegante Art der Fortbewegung. Dein Hintern gehört mir! Au, was hab ich dir getan? Ich hab den Hauptmann getötet. Okay, ich glaube, das habe ich mir gerade selbst widersprochen, oder? Okay. Holen wir uns einfach mal den Turm. Verzieht euch. Alter, verzieh dich. Ihr entkommt mir nicht. Ach, noch jemand. Ihr wollt Stress? Ja, ich sehe nichts. Hast du aber Glück gehabt, du. Dein Freund der Baum, wa? Schon wieder. Okay, hier kommen wir eiskalt hoch, ne? Ja. Sieht gut aus, Freunde. Sieht gut aus. The fuck? Erschreckt mich doch noch mehr. Alter.
Ich habe gerade auf meinen Kontrollbildschirm geguckt und plötzlich pfam. Alter, da bleibt einem das Herz stehen. Oder zumindest mal kann ich mir gut schlafen. Bin ich wieder hochgesprungen und dann wieder runter? Das sah aber eigenwillig aus. Na gut, viel Zeit haben wir nicht mehr, sehe ich gerade. Was machen wir denn so lange noch? Was machen wir denn? Ja. Bin zu weit weg vom Schlag. Ich kann eigentlich gar nichts mehr machen. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir heute ein bisschen weniger und dafür morgen ein bisschen mehr. Und dann wird sich das auf jeden Fall alles wieder ausgleichen, ne? Wir sehen uns morgen wieder dann bei... Boah, entweder Romulus oder hier. Mal gucken, ist wahrscheinlich eher hier, weil ich hier alles mitnehme, ne? Uno momento. Da war ja noch was. Stimmt ja. Hätte ich fast vergessen. Also viel werden wir heute auf jeden Fall nicht mehr machen. Wer die Suche nicht miterleben möchte, der möge morgen wieder kommen und vorher ein Like da lassen. Dann weiß ich, dass ihr die Suche übersprungen habt, ja? Ist ein guter Plan. Das ist vielleicht einfach die Sonne? Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero, tschüss. Ich fasse es nicht. Und dafür bin ich jetzt runtergesprungen.